Also mein Name ist Orlando und ich habe mich von meinem 16. Lebensjahr bis 2001 Orlando genannt. Ich habe sehr viele Jahre Pause gemacht aus gesundheitlichen Gründen und bin dann wiedergekommen ab 2002 mit dem Namen Artist Orlando, weil ich überlegt habe, wie komme ich wieder zurück, wie kann ich für mich selber eine Weiterentwicklung haben. Und weil die Leute mich immer der Künstler Orlando genannt haben, habe ich einfach daraus meinen Titel gemacht, Artist Orlando. Also habe ich diesen Titel eigentlich durch die Mundpropaganda bekommen und der Mundpropaganda auch zu verdanken. Und deswegen habe ich mich Artist Orlando genannt. Bis heute. Im Übrigen. Die habe ich glücklicherweise durch viele glückliche Zufälle, Schicksalsschläge, durch meine Adoption in eine Familie, wo ich gelernt habe, Disziplin und Durchhaltevermögen an den Tag zu legen. Und ich glaube, dieser Urinstinkt von mir als Straßenkind zu überleben, das ist bis heute eigentlich immer noch die Grundbasis, wie ich eigentlich im Alltag funktioniere. Ich habe von Selbstmordversuchen bis Drogenmissbrauch, Alkoholmissbrauch, ich habe wirklich alles hinter mir. Einen Herzinfarkt habe ich hinter mir. Ganz viele gesundheitliche Einschläge, die ich mir selber im Grunde ja auch zugefügt habe. Habe aber darüber hinaus gelernt, damit umzugehen, bin vollkommen davon weg und bin meinem näheren Umfeld sehr dankbar dafür, das mit mir ausgehalten zu haben, durchgehalten zu haben. Aber eben bin ich meiner eigenen Disziplin sehr dankbar. Also, als ich als Straßenkind gefunden worden bin, bin ich dort in ein Kinderheim gekommen. Und dort in dem Kinderheim gab es sozusagen einen, denke ich mal, einen Malraum, einen Bastelraum. Und dort habe ich dann das erste Mal in meinem Leben Stifte gesehen und Blätter, Papier. Und das hat mich als Kind schon total fasziniert. Und bin 1976 dann, so haben es meine Adoptiveltern auch erzählt und so weiß ich es auch noch, dass ich nur mit meinen Unterlagen und mit meinen Malsachen nach Deutschland gekommen bin und habe das so als für mich als Grundbasis meiner Arbeit, nämlich eben dieses Kreativsein unterm Arm zu haben, bis heute beibehalten. Unsere einfach nur Sülz-Gruppenmitglieder würde es interessieren, was hast
Was hat dich dazu bewogen, bei Kunst und Karriere mitzumachen? Ja, wie bin ich dazu gekommen? Das war eigentlich reiner Zufall, weil natürlich auch als Künstler muss man eben schauen, was ist eigentlich so los. Ich habe mich jetzt auch fast 2 Jahre sehr, sehr stark zurückgezogen. Ich habe jetzt also wirklich, ich hatte Facebook-Accounts und alles und mit 10.000 Leuten insgesamt. Ich hatte alles letztes Jahr, vor über einem Jahr gelöscht und habe jetzt komplett neu gestartet. Habe angefangen, komplett mich neu zu strukturieren, habe dann einfach mal geschaut und habe einfach mal gegoogelt und durch Zufall kam ich darauf und das Thema ist ja Köln. Und dann habe ich gedacht, ja gut, okay, ich habe ja nur das einzige Köln-Bild für mich, also ich habe ja nur ein Köln-Motiv und dann habe ich einfach gesagt, gut, dann schaust du doch mal, ob die das wollen, ob denen das vorgeschlagen. Und bin im letzten Moment, ist man auf mich zugekommen, ob ich mitmachen würde. Und ja, und jetzt bin ich dabei. Also, ja, also ich muss das korrigieren, das ist natürlich so, damit das nicht falsch rüberkommt, das Thema in Sülz diesem Jahr, in Kunst in Carré, ist Köln. Köln früher, Köln heute, Köln morgen. Und das hat mir gut gefallen, weil ich einfach schauen wollte, weil ich habe ein Jahr an diesem Motiv gearbeitet. Es ist ein ganz schlichtes, sehr simples Motiv. Aber es hat einen sehr schönen Wiedererkennungswert, wo man auch auf mich zugekommen ist, von journalistischer Seite, dass ich es echt geschafft habe, von allen Köln-Motiven nochmal ein einzigartiges Köln-Motiv zu schaffen. Das ist von 2008, dann kam 2009 das Querformat, 2010 das Querformat und dann kam dann 2011 kam dann das kleine Köln-Bild dazu. Die Geschichte von dem Köln-Bild ist natürlich eben, ich bin adoptiert von einer Urkölnerin und das hat mich sehr geprägt. Ich bin so erzogen worden, es ist so wie es ist. Ne? Also ich kann kein Kölsch, deswegen werde ich es auch nicht auf Kölsch sagen. Es ist eben alles so, wie es ist und so weiter und so fort. Also die kölsche Sprache hat meine Adoptivmutter nicht geschafft, mir beizubringen, weil ich es auch irgendwo nicht verinnert werde. Nicht, dass ich dagegen bin oder so, aber ich habe es geliebt, ihr zuzuhören, wenn sie angefangen hat, Kölsch zu sprechen. Und sie regt sich unwahrscheinlich auf, wenn die Leute falsch Kölsch sprechen. Das ist ja wirklich so. Naja, und das Köln-Bild selber in der Geschichte. Mir ging es darum, wie schaffe ich es, ein Köln-Bild zu machen, was komplett zeitlos ist, was in alle Dekorationen, ob es Jugendstil ist, ganz Art Deco, super modern, stilistisch, ganz Bauernstil und dieses Köln-Bild funktioniert überall, auf allen Farben. Und mir ging es eben einfach darum, etwa in der Zeitlosigkeit etwas zu schaffen, dass eine Stadt nur dann Weiterentwicklung hat, wenn es zeitlos ist. Und deswegen habe ich das so reduziert dargestellt. Bei dem Köln-Bild 2 ist links und rechts, also das ist das Panorama, und ich bin auch sehr stolz, da ist man auch auf mich zugekommen, ich bin der erste Künstler, der ein Panoramabild gemacht hat, wo sowohl linksrheinisch als auch rechtsrheinisch dargestellt ist, und zwar zu 100%, also was wiedergespiegelt wird, und die Seilbahn mit eingebaut worden ist. Und die Struktur darin war eben einfach, dass ich sehr lange darüber nachgedacht habe und wirklich experimentiert habe für mich, wie stelle ich die linke Rheinseite dar und wie stelle ich die rechte Rheinseite dar. Und die rechte Rheinseite war das Langwierigere, weil es ist ja immer noch so, diese politische Geschichte von Köln links- und rechtsrheinisch zu sehen,
Linksrheinisch ging tatsächlich etwas schneller, weil ich irgendwann bemerkt habe, was ist als Substanz da, was man als linksrheinisch stehen lassen kann, ohne dass sich irgendjemand auf den Schlips getreten fühlt. Und das war der Kolonium. Und ich habe es als Kind geliebt, wenn wir sonntags dort oben Kaffeekuchen gegessen haben und getrunken haben, und das war für mich eine super Erinnerung, und ich verbinde damit die Linksseite sehr, weil man dort auf ganz Köln runterschauen konnte, und die rechtsrheinische Seite war für mich sehr, ist ja im Grunde wie so eine Art Entwicklungsgeschichte von Köln, und aber eines der prägendsten Geschichten und auch akzeptiert ist von der linken Rheinseite ist tatsächlich die Köln Arena. Und da ich bin der allererste, der auf der Bühne war in der Kölner Arena bei den deutschen Klettermeisterschaften 1997, die von C&A zum Beispiel gesponsert worden sind. Da war es ein 6-Stunden-Hip-Hop-Konzert, und das ist natürlich für mich ein super prägendes Erlebnis, und ich habe damals für mich gesagt, dass diese Kölner Arena drumherum, das wird ein wahnsinniger kultureller Neubeginn schaffen. Und das ist tatsächlich auch so eingetroffen. Das hat mir gefallen. Deswegen habe ich für die rechtsrheinische Seite die Kölner Arena als prägendes Stück genommen für das Panoramabild Köln. Also es ist Kunst im Carré, das ist ja im Endeffekt gekoppelt. Es ist eine sogenannte Kunstmeile, ist aber auch verkaufsoffener Sonntag. Das hat mich auch gereizt. Wie kann man das schaffen, dass Einzelhandel und Kreativität übereinkommen? Und zusätzlich eben die Aktion. Ja, die Aktion ist, wie gesagt, von 13 Uhr bis 18 Uhr. Da kann man einfach vorbeikommen, sich die Kölnbilder anschauen und ja, sich ein Bild davon machen. Ich persönlich werde dann auch anwesend sein. Man kann mit mir sprechen. Was ich sehr wichtig finde, dass man als Künstler für etwas steht, gerade steht und auch eben ansprechbar ist. Ja, das ist natürlich immer so. In der heutigen Zeit ist es so, ich glaube, es ist schon viel verraten, das Thema ist Köln, mein Kölnbild, ich bin googelbar. Was die Aktion betrifft, ist es natürlich so, ist schon schön auch für alle, wenn man so ein bisschen auch noch eine Überraschung eben hat. Aber ich denke mal, es wird sich für alle lohnen, und es muss auch Spaß machen. Also es ist so, dass an diesem 9.11. im Euphonia hier werden die Bilder ausgestellt, und es werden auch gleichzeitig Bilder, die man nicht kaufen kann, ausgestellt, die aber auch mit meinem Köln-Motiv zu tun haben werden. Und man kann übers Internet bestellen, aber alle Informationen bekommt man an diesem Tag mit. Ja, also es ist dieses Jahr so gewesen, dass das Kölnbild gibt es auch in der Fußgängerzone in Bergisch Gladbach, in Bella Casa, da Sergio. Dann gibt es die Köln-Motive seit jetzt 1,5 Monaten, gibt es sie im Maritim Hotel, kann man sie kaufen, ja, und seit 4 Jahren stehen sie im Schaufenster an der Domplatte, im S&L Wohnambiente, ja, und im Internet über meine Homepage oder über Facebook, man kann mich anschreiben, meine Handynummer ist überall veröffentlicht, also man kann mich anrufen, ja, es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie man drankommen kann. Also früher war
Es gibt die Nix, also die Nix ist eine Kulturveranstaltung, die hat es 22 Mal gegeben. Und die Nix wird jetzt, dieses Jahr ist sie ausgefallen, weil ich keine Location gefunden habe, weil ich durch mein altes Atelier in eine etwas schwierige finanzielle Lage gekommen bin, die ich abarbeiten musste und auch noch am Abarbeiten bin. Jetzt mache ich das alle 2 Jahre. Das wird also sein 2015, da wird es die nächste Nix geben, die nennt sich dann auch 7 Tage Nix, mehr möchte ich jetzt auch nicht verraten. Und dann die nächste erst wieder 2017. Und dann gibt es mein Buch, Ein Lächeln, das hat letztes Jahr angefangen, da wurde es wieder veröffentlicht in der Zweitauflage. Anfang 2016 soll es dann die Online-Version geben zum Lesen und überall erwerben. Ja, und ansonsten Bilder gibt es, wie gesagt, werden erst nächstes Jahr, Ende nächstes Jahr veröffentlicht. An Adel Sülzer, vielen Dank an Susanne Geil von ihrem Blog aus, einfach Sülz, und an das Publikum hier in Köln-Sülz. Ich bin schon sehr gespannt, freue mich sehr drauf und bedanke mich auch bei Euphonia, bedanke mich bei Kunst im Carré und bin wie gesagt, schon sehr gespannt und am 9.11. sehen wir uns dann.